Hallo ihr Lieben, ich komme gerade vom Einkauf und als erstes zeige ich euch einfach mal hier, was wir gekauft haben. Die Sachen, die ich gleich in den Gefrierfach packen muss. Einmal dieses hier, Split, Maracuja. Dann haben wir diese Pizza, die mag mein Sohn sehr gerne. Diese kleinen Pizzas. Ja, alles von Lidl. Philadelphia, okay, das kommt in den Kühlschrank. Dann, das mag ich, Dolomiti. Ist auch gut für meine Diät, weil das hat nur 4 Punkte pro Eis. Genau wie das Split, das hat 5 Punkte. Also bei Weight Watchers Punkte. Für meinen Sohn, Bärchenwurst. Und diese Pommes haben wir jetzt entdeckt für sich. Diese Gitterpommes, die gab es nämlich bei McDonald's. Und die fanden sie toll und die schmecken auch echt gut, die von Lidl. Deswegen haben wir auch gleich mehrere geholt. 3, 4 Mal, das geht so schnell weg bei uns. Dann haben wir noch Lachs und natürlich auch Backbrötchen. So, und das kommt jetzt erstmal ins Gefrierfach und dann zeige ich euch den Rest. So, weiter geht's. Salat. Ich finde diesen Salat ganz toll. Seht ihr, der hat unten noch die Wurzel und dann ist der auch so ein bisschen, der hat so ein bisschen noch diesen roten Salat dabei. Der schmeckt gut und der hält auch lange im Kühlschrank. Deswegen habe ich 2 mal, einmal für heute und vielleicht einmal morgen noch Salat. Ne? Bin ganz motiviert. Gurken. Muss endlich wieder weitergehen. Bananen haben auch 0 Punkte, die kann man immer gut essen. Dann haben wir natürlich Karotten, habe ich ja auch noch gekauft. Und hier, ne? Wie heißen die jetzt? Radieschen, Paprika, gleich zubereiten. Gut, was auch immer toll ist, ist das Eiweißbrot. Das esse ich gerne. Ich glaube, das hat 2 Punkte bei Weight Watchers. Dann haben wir Toast für Kinder und Mann. Ich kann noch mal hier ein bisschen was zu naschen. Darf ich ja jetzt nicht. Ich will ja jetzt wieder weiter abnehmen. Ne? Ja, genau, dann haben wir hier noch Eier. Eier bei Weight Watchers ist auch gut, 0 Punkte. Also werden wieder mehr Eier gegessen. Und hier für die Freundin meines Sohnes diese Beeren hier, Brombeeren oder was sind das? Die mag ich nicht. Aber sind teuer, ne? Diese Beeren. No. Sollen ja jetzt auch günstiger werden. Kiwis natürlich, Tomaten, was man halt alles so für einen Salat braucht. Und das sind die Karotten. Genau. Na, dann gibt es bei uns die nächsten 2 Tage Salat. Dann habe ich, noch einmal Brötchen, die habe ich übersehen. Die müssen auch noch ins Gefrierfach, aber das ist so voll, ich glaube, die passen nicht mehr rein. Und dann hier diese College Blocks hatten sie im Angebot, ich glaube 89 Cent oder so. Ne, da hatte ich dann gleich 1, 2, 3, 4, 5 Mal geholt, da brauchen beide Jungs wahnsinnig viel von. So, die haben heute übrigens Hitze freigekriegt, so warm ist es. Dann habe ich Thunfisch im Wasser. Das ist auch sehr, sehr gut, wenn man Diät macht, in Wasser halt. Ne? Dann haben wir gekauft, im Angebot gab es jetzt Ersatzzahnbürstenköpfe für die elektrische Zahnbürste. Dann habe ich mir 2 Leggings mitgenommen. Ne, ich glaube, die kostete nicht mal 4 Euro eine. Leggings trage ich immer ganz gerne. Marmelade. Wasser für die Schule ist immer wichtig. Nehmen Sie die Kleinen immer mit. Genau. Und natürlich Spülmittel. Klar, braucht man immer. Was wir dennoch gekauft haben, sind diese Batterien. Ich hoffe, die passen. Meine Waage geht nicht mehr an. Nach 23 Jahren. Das ist so eine Quarzwaage. Also wahnsinnig sparsam. Ich habe noch nie die Batterie gewechselt. Und wir vermuten, dass diese da reinkommen. Ich bin gespannt. Plötzlich ging es nicht mehr. Und ich habe sie noch gelobt, dass sie ja so viele Jahre schon hält. Und dann passiert es. Ne? Und natürlich für die Katzen. Die lieben diese kleinen Futtertütchen. Die haben wir jetzt von Lidl geholt. Die von Aldi sind auch toll. Habe ich noch irgendwas? Ja. Worüber ich mich natürlich am meisten freue. Ich habe Pinsel gefunden. Schaut mal. Magnetische Pinsel. Das möchte ich ja gleich noch euch zeigen.
Die mussten mit, obwohl ich ja eigentlich schon viele Pinsel habe, aber bei Pinsel kann ich nicht anders. Die müssen dann immer mit. Und die kosteten 7,53 Euro, irgendwie so. Also auch nicht so teuer. Und das ist auch ein bisschen schwer, die sind magnetisch, steht da. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren und euch zeigen. Also da ist so eine Eisenplatte. Das ist auch das Teil, das so viel wiegt. Hier unten hat sie auch so kleine, ne, zum Hinstellen, weiche Noppen. So eine Eisenplatte. Und jetzt nehme ich mir mal den Pinsel raus. Einige von den Pinseln würde ich jetzt nicht unbedingt brauchen, aber wie gesagt, zum Beispiel diesen hier, den benutze ich kaum. Davon habe ich 3 Stück jetzt mit diesem. Benutze ich eigentlich gar nicht so. Ich glaube, der ist für cool, oder? Das fand ich immer toll. Das habe ich noch nie gesehen. Die sind wieder reingeklebt, so. Und dann habe ich meine Pinsel da so draufstehen. Hier so ein Wischpinsel oder Kinderpinsel, das geht ja immer. Ein großer, fluffiger. Ein bisschen angeklebt da drin. So einer hier. Also die fühlen sich auch schön an, schön weich. Ich finde, die sehen auch echt schön aus, ne? Uppala, die sind aber magnetisch. Die ziehen sich ja schon gegenseitig an. Da habe ich noch ein paar. Dann habe ich noch so ein Teil für die Augenbrauen zum Kämmen. Ne? Und dann finde ich, wenn du das dann so da stehen hast, da brauchst du nicht lange in diesem Ding da rumsuchen, dann hast du deine Pinsel da gleich zur Hand. Also ich fand das witzig. Wie gesagt, für das Geld, ich mal den letzten noch rausnehmen. Also das habe ich mich gefreut. Das ist so ein schöner, fluffiger zum Verblenden. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Rougepinsel. Ne? Die sind schön weich. Ich finde die Pinsel sowieso nicht schlecht, die es manchmal bei Aldi und bei Lidl im Set gibt. Aber so habe ich das halt noch nicht gesehen. Und das, guckt mal, da freue ich mich. Das finde ich mal wieder toll, ne? Was Besonderes. Ja, die Pinsel. Insgesamt haben wir, glaube ich, 89 Euro bezahlt für alles. Ah, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe mir so eine schöne große Melone gekauft. Ich liebe Melone und die Zeit ist bald vorbei. Ne? Hier, schaut mal. Meine Melone. Klingt gut. Ich hoffe, sie wird auch gut sein. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Wenn du dann klopfst und dann musst du beurteilen. Meistens ist sie wirklich dann auch gut und reif. Zu reif mag ich sie ja auch nicht. Schmecken auch nicht mehr, wenn sie zu weit sind. Aber bald ist die Zeit vorbei und deswegen habe ich mir heute noch eine mitgenommen. Ich war nicht mehr lange und war nur noch jetzt August. Ne? Ja. Und dann, eigentlich habe ich ja noch nie so ein Food Haul gemacht, aber weil ich die so toll fand und nur die zeigen, ist vielleicht ein bisschen wenig. Vielleicht hat euch das ja gefallen, vielleicht mögt ihr solche Videos ja. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren mal schreiben. Na, dann würde ich das öfter mal machen. Okay. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an dem Video jetzt. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.